Hallo, so, wir machen jetzt mit den Stanzen und Prägedingern weiter. Ich wollte es gestern eigentlich als ein Video machen, aber irgendwie hat mein Handy gesagt, nee, ist nicht. Und dann habe ich gestern auch noch mein Stativ geschrottet und jetzt muss ich gucken, dass ihr hier mir nicht andauernd umfallt. So, einmal haben wir dieses hier mit den Sternen. Dann haben wir diesen hier. Noch ein mit Sternen, der ist aber anders. Ja, da fällt ihr schon wieder. Ach Gott. Ich habe eben schon geguckt und habe wieder neu angefangen, aber ich kann ja nicht andauernd neu anfangen hier. Ach, es tut mir leid. So. Kerzenständer von IKEA geht auch. Der sieht so aus. Der ist richtig schön, ne? Und die sind unbenutzt. Dann haben wir hier einen, den habe ich einmal benutzt, wie ihr seht. Da sind noch ein paar Herzis. Genau, der sieht dann so aus. Dann haben wir hier noch so einen. Da hinten Bild nehmen. Und dann haben wir diese. Diesen schönen. Diese schöne Stanze. Einmal diese. Dieses 3D-Herz. So, ich glaube, das war alles so. Ich habe hier noch mehr, die ich einmal ausprobiert hatte. Hier ist eine nur mit Stern, also komplett. Sternchen. Dann haben wir hier noch ein Merry Christmas. Der ist vom letzten Jahr. Ein. Da sind auch noch Herzis drin. Ein mit Herz. Dann haben wir hier solche Stanzen. Dann haben wir hier noch einen. Mit so Ranken. Ein mit Eulis. Also daraus könnt ihr dann diese Eule da oben machen. Der Schmetterling ist dann so 3D-mäßig, wie hier oben. So, den habe ich nochmal. Daraus könnt ihr dann hier solche Türmchen bauen oder Häuser.
Übrigens, Mittwoch fahre ich wieder zur Action. Keine Angst, ich kaufe keine Bastelsachen. Aber dann werde ich mir ein neues Stativ kaufen. Das ist ja schrecklich. So, dann haben wir hier noch Vögelchen. Hier sind so Teddybären drin, die habe ich auch einmal benutzt. Dann hier zwei Adventskerzen. Diese, daraus könnt ihr diese Räder hier machen. Die Dinger. Einen Sonnenschirm. Das passt zu den Vögeln. Das ist so ein Set. Dann habe ich hier noch so einen Stern. Dreiecke. Oder Wimpel. Hier habe ich noch so ein Embossing-Folder. Ja, sind nur Punkte drauf. So. Den habe ich nochmal. Dann einmal diesen hier. Den hier, die sind neu, also bei uns neu. Ich habe sie mir gekauft, wollte daraus was machen, aber jetzt denke ich mir so, wobei solche Kreise behalte ich vielleicht, ich weiß noch nicht. Die kann ich ja dann zum Ausstanzen von meinen Logos nehmen. Denn diese Blümchen hier, den Buddha. Welcome Baby. Oder, nee. Was steht da? A Baby Shower. Baby Shower. Eine Sanduhr, die habe ich auch einmal benutzt. Die Blümchen habe ich einmal benutzt. Hier habe ich noch einen Buddha. Und dann habe ich hier so ein, ja, so ein Wagen, Verkaufswagen. Daraus kann man denn hier solche ist hier irgendwo abgebildet. Auf jeden Fall kann man daraus was machen. Dann guckt euch das an. Daraus kann man Babyschüchen machen. Ist das nicht süß? Ja, habe ich aber nicht einmal benutzt. Also hier sind übrigens noch die Teile von der Sizzix. Wer die haben möchte. Klar, ich habe sie benutzt. Ne, hier seht ihr auch einen Abdruck. Aber halt eben nicht viel. Also wirklich nicht viel. Und ja. Also wer die haben möchte, 25 Euro. Ich habe dafür, glaube ich, 50 Euro bezahlt. Und habe sie aber viermal benutzt vielleicht. Und ja, hier sind die anderen Teile noch dazu. Denn hier, daraus kann man solche Rosetten machen. Dieses Sternchen hier habe ich nochmal. Dann habe ich hier so Teddybären. Süß, ne? Guck mal, der blinzelt sogar. Also mit Augenzwinker. Dann eine Babyflasche. Marienkäfer. Blümchen. So eine Ranke. Und dann habe ich hier noch. Die gehören zur Sizzix, genau. Die gehören dazu. Also die kriegt ihr auch. Hier einmal mit Happy Birthday, so ein Geburtstagskuchen. Und so eine Ecke. Genau, die sind auch mit dabei. Dann habe ich hier noch einzeln was. Wären sowas
habe zum Beispiel von Weihnachten habe ich hier noch ein Set. Muss ich mal gucken, wo dieses Rentier dazu ist. Das hatte ich doch eben hier noch in der Hand. Oder auch nicht. Hä? Da war doch irgendwo ein Rentier bei. Nee. Okay. Muss ich mal in meinen anderen Sachen gucken. Das ist hier auf jeden Fall so ein Tannenbaum, eine Schneeflocke und eine Laterne und ein Rentier war noch dabei. Also das ist auch ein Set. Genau. Dann habe ich hier noch eine Schleife mit einem Stern. Also die ist auch groß, ne? Dann habe ich hier noch einen Tannenbaum, Geschenk. Eine Laterne. Dieser Rahmen hier mit dem Schmetterling. Und ja, da sind noch welche drin. Ich habe es, wie gesagt, einmal benutzt. Ja. Das ist ein Set. Und dann habe ich, ich weiß gar nicht, ob das auch noch dabei war. Ich glaube, ja. Ich glaube, das gehört noch dazu. Könnte hinkommen, ne? So. Und dann habe ich hier noch ein Tag mit was ihr dann ausstanzt, darüber legt, damit das dann aussieht wie so ein, also ein Verstärkungsding. Genau. So. Wie viel haben wir es jetzt? Das war jetzt diese Box und ich glaube, das war es auch. Meine, die ich mir zurückgelegt habe, das lasse ich auch erstmal noch so. Und dann, ja, wenn ich dann mal aussortiere, dann zeige ich euch das noch. Aber erstmal war es das jetzt. Ich blende euch jetzt nochmal Fotos ein von den Sachen, beziehungsweise von den Blöcken, die ich jetzt noch habe. Die Sticker sind komplett weg. Nassklebeband habe ich auch noch. Ja. Und Blöcke, genau. Das blende ich euch jetzt ein und dann könnt ihr mir nochmal schreiben. Meine E-Mail-Adresse ist unten verlinkt. Da bitte schreiben, wenn ihr mir hier bei YouTube schreibt, denn wie soll ich euch antworten, ne? Das ist ja dann alles nur öffentlich und lieber privat schreiben, ja, weil sonst kriege ich das auch gar nicht mit. Also wie gesagt, ich blende euch jetzt Fotos ein und dann sehen wir uns. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. Somebody told me that it's all